Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 88 von Star Vector. Ja, da sind wir drin in unserem Spiel sofort. Und letztes Mal waren wir bei dem schicken Piratenplaneten und ja, das hat uns nicht so ganz viel gebracht, ne? Sprungtour war angezielt, glaube ich, und da können wir dann auch hinfliegen, weil bringen tat's das ja da auch nicht. Gut, dann fliegen wir mal weiter, gucken, was passiert. Da ist das Sprungtor. Ein Hyperspace Jump. Ja. Some of the ships in your fleet are dangerous low on orbit readiness. Ja, das wissen wir. Das ist auch ganz wichtig. Was haben wir denn geladen? Sprit, Supplies. Sonst auch nix. Mineralien brauchen wir auch nicht kaufen. Wo fliegen wir hin? Das ist die nächste Frage, ne? Ich habe mal fast die Vermutung nach da, ne? Da holen wir unsere Rohstoffe wieder ab und gucken weiter. Schauen wir mal, wie das da wird. Dann sind wir im System. Jump Point erreicht. Und da ist unsere Station, dann fliegen wir da auch mal gerade hin. So. Gut, dann können wir wieder hier aufnehmen im Endeffekt. Ne, das kann da bleiben, das war ja nix. Wir produzieren das hier wohl. Low-Tech-Components waren das, oder? Ja, und die Industrial Equipment produzieren wir hier auch. So, der Rest ist noch da. So, das wollte ich ein bisschen noch hier lassen. Kann ja nicht schaden, ne? So, confirm. Sonst war nichts zu machen, oder? Nicht wirklich. Haben wir hier noch ein Schiff liegen? Nein, haben wir nicht. Combat Readiness ist hier runter. Hier ist auch runter. Da überall ist runter und ich weiß nicht gar nicht warum. Naja. Nee, da ist alles erledigt dann. Dann können wir hier noch hinfliegen mal. Was ist denn das hier oben? Supply Depot, ne? Ja, automated. Ja, dann fliegen wir da mal hin. Können wir ein bisschen Sprit verkaufen und Supplies. Wo ist er? Station, da ist er. So. Das können wir verkaufen. Und das können wir komplett verkaufen. Financial Transaction confirmed. Für 60 kann das da verkauft werden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der Deal, den wir hier machen wollen. Sell Industrial Equipment. Und das können wir hier verkaufen. Guck an. Ja, komm, weg damit und ist gut. Und Disconnect. Schiffe. Gibt es hier bestimmt auch keine interessanten. Alles nur Frachter. Mining Ships haben wir ja auch noch. So richtig schön ist das ja nicht. Gut, dann können wir eigentlich hier auch schon wieder weg. Auf zum Sprungtor. Wo ist das zweite? Da hinten rechts. Ist, glaube ich, egal, wo wir lang fliegen. Ja, Speeding Up Time haben wir schon gedrückt. Und wo sind wir jetzt? Irgendwo habe ich schon gehört, dass das Tor aufgeht. Da ist es auch schon. So. Und jetzt können wir nur gucken, dass wir die Low-Tech-Komponenten irgendwo loswerden. Eigentlich hier, ne? Zentronom.
fliegen wir da doch mal hin. Da können wir dann Hightech-Komponenten kaufen. Und wo müssen wir hin? Da, ne? Ja. Fliegen wir da runter. Ja, Cell Low-Tech Components. 1560. 14.976 Punkte haben wir gekriegt. Ja, dann nehmen wir mal die High-Tech-Snit noch mit, ne? Wie können wir denn da mitnehmen? Cargo Free 2000. 3000. Und so viel können wir nicht mitnehmen. 738. Na, die werde ich wohl nicht hinkriegen, ne? Na, das war jetzt zu viel. Komm, das passt. So, dann raus. Und was machen wir dann noch? Special Offers, Onyx. Leave. Dann geht's zum Sprungtor zurück. Achso, das versteckt sich hier hinter irgendwo. Tja. Dann da rein. Jump in Hyperspace. Und dann fliegen wir nach Nexus. Gucken wir uns das da an. Kann ich hier nicht reinpucken? Warum kann ich diesen Jump Point nicht benutzen? Das ist auch komisch. Irgendwas müssen wir doch da mal machen können, dass wir den Jump Point nehmen können, ne? Wo ist das denn jetzt hier? Was ist das eigentlich hier? Automated Supply Depot, okay. Trading Station. Fliegen wir mal neben dieser Nachttischlampe her hier. Da ist die Station. Und hier können wir unsere 3737 Hightech-Komponenten verkaufen und machen Level Up. 4 Level. Respekt. Gut. Da können wir raus. Gucken wir mal gerade hier. Da müssen wir ein bisschen was nachkaufen. Das ist nicht verkehrt, denke ich. Confirm. Und dann können wir die Level-Ups noch machen hier. Machen wir da einen höher. Und da einen höher. Dann da einen und da einen. Und tja. Was haben wir hier? Top Speed und Acceleration. Ja, haben wir schon auf 2. Armor Ships and Fleet 2 per Skill Level. Flux. Advanced Optics. Machen wir doch mal. Was haben wir da? Resistant Conduits. Flux Coil Adjunct. Flux, weiß ich alle nicht, was das ist.
Was haben wir schon auf 10? Hier haben wir schon alles ausgeschöpft. Emergency Repairs, da sind ja auch ganz gute Sachen. Zwei Level haben wir noch. Da ist voll. Self-Repair Unit. Na, dann steigern wir das auch schon mal auf 2. Und das hier vielleicht noch. Weniger Engine Damage Staken ist auch schön. 18. 16. Vorher 8. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Das ist prima hier. Schiffe sind immer die gleichen. Refit will ich gar nicht machen. Könnte ich aber machen, sehe ich gerade hier. Sind es 11 Punkte mehr. Da sind 11 Punkte noch reinzumachen. Na, dann nehmen wir doch das Schild dabei. Die wieder hoch. Hier sind es 4 Punkte. Bringt es ja jetzt nicht so wirklich, ne? Können wir da was machen? Targeting Unit. Komm, nehmen wir mit. Oder? Ah, ist auch doof. Ah, jetzt hat er noch mehr rausgeschmissen. 4 haben wir jetzt noch über. Machen wir noch ein paar Schilder da drauf. Der hat 5 Punkte mehr. Da geht hier jetzt aber nichts. Oder ist da unten noch irgendwas? Da. Das möchte ich aber gar nicht. Können wir da was Größeres reinbauen? Ja, könnten wir. Machen wir das doch, oder? Was mit 6 würde dann gehen? Machen wir so. Okay. Ist hier irgendwas zu ändern? Dual Machine Gun. Haben wir noch 8 Punkte, da können wir noch ein Schild machen oder sowas. Ah, das passt jetzt doch nicht mehr, oder? Dann bauen wir den wieder zurück. Aber will er doch nicht. Oder haben wir schon? Dann nehmen wir doch den besseren. Wohl, 8 geht auch. Gut. Ja, machen wir auch noch. Ach so, nee, da wollen wir erstmal hier gucken. Machen wir das Schild dabei. Und dann haben wir noch 6 über. Passt. Nächste. 5 mehr. Hier geht nichts. Eine bessere Waffe. Dann haben wir noch 3 über. Und noch einen über. Das sind alles Einser. Guck, da geht noch so einer. Ach so, da müssen wir noch hier machen. Die alle.
da geht noch ein Schild, oder? Genau. Passt. Bei dem wäre auch was mit Schild machbar. So sieht's aus. 4. Haben wir den 6er drauf und dann haben wir noch einen Punkt über sogar. Nein, das wäre nur ein 10er. 8er, haben wir da 9er. Komme ich jetzt nicht weiter runter gescrollt. Kein Scrollrad habe. Guck, da geht noch was. Jo, machen wir noch. Dann der. 8 ist schon das Beste. Ach, das ist schon bestens ausgerüstet. Oh, da geht noch richtig was. Stück sind das. Heckwaffe verbessern geht. Passt. Und der Dicke hier noch. 4, 6, 26. Da ist schon das Beste drinne. Schilde, geht noch ein Schild. Nehmen wir das noch dabei. Haben wir noch einen Punkt, da können wir hier vielleicht einen verbessern. Hm, schön wäre es gewesen, der geht gerade nicht. Der auch nicht. Geht auch nicht. Sechse. Ah, hier. Passt. Und dann haben wir den da unten noch, ne? Ah, ja. Was haben wir denn hier für ein schönes Ding? Ein 8er. Geht auch nicht besser. Vielleicht aber auch schildtechnisch was. Ne, geht nicht. Hier. Können wir ein 6er machen. Da auch. Haben wir hier noch sowas? Der ist schon installiert. Hier noch einer. Ein 6er. Oh, keiner mehr da. Schade. Was haben wir hier noch? Haben wir schon. Da ist auch Maximum eingebaut. Da auch. Da auch. Da auch. Haben wir schon den großen. Ach, wir sind auch schon bei 260. Alles klar, dann ging da auch nichts besser. Okay, passt. Haben wir das auch erledigt. Gut. Dann sind wir hier. Da können wir gerade noch das alles wieder verkaufen. Da haben wir genug von. Und dann denke ich, können wir das hier verlassen, ne? Repair Ships. Okay. Geht nicht. Leave. Gut, dann zum Sprungtor hin. Aber für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.